Bei der Kreislaufwirtschaft gilt es für die Industrie zu verstehen, es wird Gesetz. Das heißt, Handeln wird zwingend. Und ein Weg, diese Kreislaufwirtschaft wirklich umzusetzen für die Industrie, dass es bessere Produkte gibt, ist Cradle to Cradle. Cradle to Cradle heißt von der Wiege zu Wiege. Wir müssen die Produkte so entwickeln, dass die eingesetzten Rohstoffe über mehrere Produktlebenszyklen erhalten werden, aber insbesondere auch sicher sind, nicht giftig und für die Umwelt keinen Schaden zufügen. Das heißt, wir müssen eigentlich alles neu erfinden. Also wir müssen vorangehen. Und das ist eigentlich der Appell an uns alle und insbesondere die Industrie, weil die Politik mittlerweile viel schneller agiert, als der Industrie lieb sein kann. Und da bitte macht mit, steigt in die Hosen und geht voran. Wir haben auf EU-Ebene dieses sogenannte Kreislaufwirtschaftspaket, das ergänzt worden ist durch die Kunststoffstrategie, mittlerweile auch die Single-Use Plastic Directive, die hier auf den Weg gebracht worden ist. Und die neue Kommission hat ja einen Green Deal angekündigt, wo unter anderem auch ein noch ambitionierteres, weiterentwickeltes Kreislaufwirtschaftspaket auf den Weg gebracht werden soll, wo es beispielsweise auch darum geht, die bestehende Ökodesign-Richtlinie, die sich auf europäischer Ebene im Wesentlichen mit der Energieeffizienz von Konsumprodukten beschäftigt, in Richtung Design for Recycling und Design for Reuse von bestimmten Produktgruppen weiter auszubauen. Also durch die Circular Economy verändert sich das Qualitäts- und Umweltmanagement im wesentlichen Maße. Wir müssen viel mehr Qualität und Umwelt über den gesamten Lebensweg managen, von Rohstoffen bis zur Rückführung der Produkte. Da entstehen ganz neue Zertifizierungsbereiche. Produkte müssen für Recycling zertifiziert werden, für die möglichen Rückführungskanäle. Remanufacturing braucht neue Prozessstandards. Man sieht eigentlich, dass durch die Circular Economy Qualitäts- und Umweltmanager jetzt auch eine neue Rolle im Unternehmen einnehmen können, eben auch dadurch, dass Produkte ganz neu gestaltet werden müssen für die Kreisläufe, jetzt teilhaben an Innovationsaktivitäten und sogar an der strategischen Entwicklung von Unternehmen. Wolfurt ist das erste und einzige Unternehmen weltweit, welches über das Gold-Zertifikat über beide Kreisläufe verfügt, einmal biologisch und einmal technisch. Wir sind das einzige Unternehmen, das auch für beide Kreisläufe Produkte am Markt anbietet und das auch beide Kreisläufe geschlossen hat. Wir nehmen beim biologischen Kreislauf die Produkte zurück. Diese werden kompostiert von einem Partner, der erzeugt Biogas. Wir kaufen das und betreiben damit unsere Produktion. Oder beim technischen Kreislauf nehmen wir auch die Produkte zurück. Das Material wird depolymerisiert, wird praktisch ein neues Polymer erzeugt und ein neues Garn, und das setzen wir dann wieder für neue Produkte ein. Jetzt sind wir mitten in der Transformation. Wir werden komplett umgekrempelt. Wir stellen alles um. Wir sind dabei, uns selber massiv als Industrie zu verändern. Die Chance der Transformation wollen wir jetzt konsequent weitertreiben, die Veränderungen in der Lieferkette voranzutreiben. Wir wollen sie sukzessive dekarbonisieren. Wir wollen unsere Sorgfaltspflicht nachvollziehbar sicherstellen. Und wir wollen zusammen mit unseren Partnern, unseren Lieferanten dafür Sorge tragen, dass wir die Umwelt-, Sozial- und Integritätsstandards jetzt konsequent vorantreiben, über Tier 1 hinaus, durch die Lieferketten hindurch. Managementsysteme unterstützen Organisationen, die Einflussfaktoren besser zu verstehen, die eine Auswirkung haben auf ihre Geschäftstätigkeit. Und wenn sie diese Einflussfaktoren verstehen, sind sie auch besser in der Lage, die Herausforderungen zu meistern. Zertifizierte Organisationen verstehen es immer besser, die richtigen Dinge richtig zu tun. Und durch das Verstehen der Ursachen- und Wirkungszusammenhänge können sie getrost in eine erfolgreiche Zukunft schauen. Sektionschef Holzer hat aufgezeigt, dass Kreislaufwirtschaft und damit die Produktqualität und Produktinnovation Rückenwind bekommt durch die europäische Politik und Gesetzgebung. Erik Hansen hat wissenschaftlich fundiert gezeigt, was die Erfolgsfaktoren sind und wo die strategischen und operativen Hebel sind. Albin Kehlin hat aufgezeigt, wie Cradle to Cradle funktioniert. Und das Schöne und Spannende war, dass Unternehmen gezeigt haben wie Wolford, dass es praktisch und wirtschaftlich umsetzbar ist und damit hier eine neue Ära einer nachhaltigen Kreislaufwirtschaft möglich ist. Es liegt aber am Ende an den Geschäftsführern, an den Entwicklern und Designern, hier die richtigen Entscheidungen zu treffen, um zukunftsfit 2030 zu sein. Managementsysteme helfen dabei,
all diese Entwicklungen zu kanalisieren und dann im Grunde genommen systematisch den Lebensweg, auch unter Bindung von arbeitssicherheitstechnischen Fragestellungen wie dem Stop-Prinzip, das alles auf den Punkt zu bringen. Und somit können wir Managementsysteme mit Cradle to Cradle erfolgreich verheiraten.